geht's gleich weiter mit dem nächsten Talk. Und zwar haben wir jetzt von unserem Partner der Ataxo GmbH den Tobias Hein eingeladen. Tobias Hein ist Head of Technical Development bei der Ataxo GmbH, einer SEO-Agentur in Hamburg, die sich aber auch um das Thema Content Marketing kümmert. Bei dem Talk geht es aber jetzt weniger um Content Marketing-Dinge, sondern so wie es sich für das TechCamp gehört, um die technische Seite in der Praxis. Ja, herzlich willkommen, Tobias Hein. Die Bühne gehört dir. Viel Spaß. Hallo, ich bin zu sehen, hoffe ich. Wenn irgendwas mit dem Ton nicht klappt, gerne Bescheid sagen. Ja, moin. Grüße aus Hamburg nach Hamburg zu euch rüber. Ich wink mal durch durch den klassischen Hamburger Nieselregen. Genau, bei mir geht es heute um das Thema, ich nenne es mal technisches SEO vorerst, Titel in Progress. Ich will, wenn ich jetzt über SEO rede, möchte ich halt einfach so ein bisschen diese klassischen Themen ausklammern, weil es da sehr schnell um Content-Optimierung geht. Dann geht es um irgendwelche Keywords, dann macht man sich Gedanken darüber, dass doch auf einer Webseite irgendwie eine H1 ausgezeichnet werden sollte, dass wir uns um Alttext Gedanken machen müssen und alles solche Klassiker. Die interessieren mich heute nicht. Das klassische SEO-Bild lässt sich unterteilen in Sachen, die ich on-page mache, also wo ich meine Hausaufgaben auf der eigenen Webseite halt möglichst erledige. Da gibt es noch den Off-Page-Bereich, interessiert uns heute alles nicht. Und auch im On-Page-Bereich lassen wir mal diese SEO-Klassiker außer Acht. Ich möchte ein bisschen diesen Blick schärfen für die technischen Anforderungen, die man im Bereich SEO machen sollte, was da so die Hürden sind und was da im täglichen Betrieb alles so aufläuft. Zu mir vielleicht noch mal ganz kurz. Ich arbeite seit jetzt fast 5 Jahren bei der Taxo GmbH in Hamburg. Wir sind im Kern eine SEO-Agentur, haben rundherum noch einige andere Leistungen. Ich beschäftige mich mit dem technischen Part, bin da reingerutscht als Entwickler für kleinere Webprojekte, Webseiten. Merke aber zunehmend, dass diese Anforderungen an das Thema SEO wird immer technischer, dazu führen, dass man von der reinen Entwicklung weggeht, mehr zur Beratung geht, zur Analyse von Webseiten und da mal so ein bisschen reinschaut. Gut, ich werde einfach mal gucken, dass ich den Screen share. Einen Moment. Genau, so. Wir fangen mal ein bisschen an mit einem kleinen Rückblick, Blick auf das Web im Allgemeinen. Bild müsstet ihr sehen können, hoffe ich. Ja, das passt alles. Ich will jetzt nicht irgendwie die alten Kamellen rausholen und irgendwie gemäß Opa erzählt von früher hier die Geschichte des Internets runterrattern, aber ich will einfach mal so ein bisschen aufzeigen. Hier ein Beispiel von evolutionoftheweb.com. Das geht jetzt nur bis Entschuldige bitte, 2000. Ja? bitte einmal den Screen sharen. Hab Man ich sieht nämlich gemacht. gerade noch nichts. Okay, Moment mal. Ja, ich sollte auch das Teilen bestätigen, glaube ich, Jo, ne? sehr gut. Man sieht zumindest Berge jetzt, das ist schon mal ein Anfang. So, läuft das Ah, jetzt? Jetzt sehe ich es wunderbar. mal weg. So, alles klar, genau. Also, Evolution of the Web. Wie gesagt, ich will jetzt hier nicht das Feld von komplett hinten aufrollen, aber nur mal so als. Um ein bisschen verstehen zu können, dass das halt alles immer komplexer wird, hier ein Zeitstrahl bis 2012, wo man halt einfach sieht, dass so kleinere Sachen, Webfonts, Canvas, SVG, da poppen immer so links und rechts, insbesondere auch Ajax im Jahr 1999, so kleinere Features auf, die es dann irgendwann in die Browser schaffen und die halt einfach dieses ganze Feld deutlich komplexer machen, als das früher mal war. Mit der steigenden Komplexität im Web, ist es auch so, dass wir einfach uns mittlerweile vor einem massiven Berg von Tools, nenne ich es mal, befinden. Also alles, was im Frontend irgendwie so Anwendung finden kann. Dazu gehören irgendwelche Präprozessoren, Dinge, die im Idealfall
die Entwicklung ein bisschen einfacher gestalten, zumindest modularer. Generell halt viel im Frontend-Bereich mit dem Hintergrund, dass man aber hoffentlich, wie gesagt, ein bisschen modularer arbeiten kann, auch über bestimmte Polyfills und Support für ältere Systeme einiges abfangen kann. Aber wie man halt sehen kann an der Landschaft an Tools, die da so auftauchen, ist es halt einfach so, dass man hier gucken muss, dass man nicht verlernt, wie man wirklich dann eine Webseite released, wie man mit einer Webseite arbeitet. Und dieses ganze Tooling, was bei der Frontend-Entwicklung halt so Stück für Stück halt aufkommt, das führt dazu, dass diverse Memes entstehen. Man spricht da von diesem Black Hole Node Modules, wo man in der Frontend-Entwicklung halt einfach Projektstrukturen und Projektordner hat, die massiv an Größe zunehmen und wo man halt einfach gucken muss, dass dadurch halt auch die Art und Weise, wie man dieses Projekt maintaint, schwieriger wird, weil wenn es in den Node-Modules kracht, dann hat man generell gerne, wenn sowas an einem Freitag passiert, nicht sonderlich Spaß, das zu fixen. Wir schauen uns das mal kurz an, hier mal so ganz exemplarischen Auszug von der Webseite BuildWith, die sicherlich nicht vollständig ist, das ist klar, aber es gibt halt so einen kleinen Indikator, ab wie sich das Web so sieht oder wie man das Web sieht. Man sieht, dass es eine Vielzahl von JavaScript-Libraries gibt, die auf Webseiten zum Tragen kommen. Hier ist immer noch weit abgeschlagen an der Spitze jQuery, was nicht mehr so gerne gesehen wird, sicherlich im Bereich der modernen Webentwicklung, weil es einfach mit JavaScript, ESX und sonstigen Geschichten möglich ist, dass man diese ganzen Helferfunktionen im Bereich mit DOM-Manipulation und wie auch immer nicht mehr so ganz braucht. Aber man sieht halt einfach, dass der Anteil an JavaScript im Internet halt zunimmt, was aus meiner Sicht ganz hübsch ist, weil man damit halt auch bestimmte Möglichkeiten hat. Man kann besser mit den Browser-APIs kommunizieren, man kann Zusatzfunktionalitäten schaffen und das ist ja dann auch im Sinne des Nutzers. Apropos im Sinne des Nutzers, wenn wir jetzt dieses ganze SEO-Ding beleuchten, dann ist es immer die Gefahr, dass man sagt, wenn man jetzt mit der SEO-Brille auf Webseiten unterwegs ist, dass man dann irgendwie aus SEO-Sicht Webseiten nur baut, damit sie einer Suchmaschine gefallen. Das sollte tunlichst nicht passieren. Das ist immer so ein bisschen gefährlich, weil so dieser klassische SEO-Bereich immer ein bisschen Angst hat vor JavaScript. Das sollte sich aber tunlichst ändern, weil sonst verliert diese Branche die Glaubwürdigkeit, wenn im Jahr 2020 immer noch gesagt wird, dass ihr auf der Webseite aufpassen solltet, dass ihr möglichst wenig JavaScript benutzt. Das ist nicht Sinn und Zweck. Wir schauen uns einfach mal an, wie das Ganze so funktioniert. Also wenn wir von der Suchmaschine als solche sprechen, dann geht es uns eigentlich aus technischer Sicht um den Googlebot. Der Googlebot ist das kleine Biest, was dafür sorgt, dass diese Webseite indexiert wird, also in den Suchergebnissen dargestellt wird. Dieser Googlebot, der bekommt eine URL. Diese URL wird dann in eine Warteschlange geschubst zum Crawling. Wenn diese Webseite gecrawlt wird, dann passiert das mit einem Crawler. Dann geht es erstmal darum, dass diese Webseite nur den Request quasi nimmt und das reine HTML halt einfach interpretiert. Das findet dann im Schritt Processing statt. Von dort aus geht es dann nochmal in eine Render Queue. Hier wird dann auch die Webseite komplett oder das Dokument komplett fertig gerendert, also dass das DOM dann halt aufbaut und das fertig gerenderte HTML, das wird dann nochmal ins Processing reingeschubst und landet dann schlussendlich im Google Index. Jetzt müssen wir hier so ein bisschen unterscheiden, wie wir das handhaben wollen, was das HTML hier in dieser Grafik dargestellt, das ist eine Grafik von Google, und das gerenderte HTML angeht. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Dinge. Ich schaue mal, ob das alles klappt. So.
Ich ziehe hier einfach mal kurz den Browser rein. Also wenn wir jetzt, ich nehme jetzt hier unsere Webseite, das ist nicht irgendwie ein Vorzeigeding, was Top-SEO-Arbeit angeht. Die eigene Webseite wird da ja gerne mal vernachlässigt. Aber ich muss hier halt unterscheiden. Also ich habe einmal den reinen Quelltext der Seite, und dann habe ich, wenn ich hier auf Untersuchen gehe beispielsweise, habe ich hier die vollständig gerenderte Variante. So. Und wenn wir diese Version jetzt mal vergleichen, ich benutze hier ein Plugin, das nennt sich View Render Source, ein Chrome-Plugin, dann können wir sehen, dass wir hier einmal den Raw-Input haben. Dann haben wir Raw-Output, in dem Fall hier den Rendered-Output, und dann kann man hier auf der rechten Seite sehen, was sich denn hier alles ändert. Und das sind halt zumeist halt die Dinge, die dann halt von JavaScript halt angestoßen werden. Das heißt, wir haben hier so als kleines gängiges Beispiel im oberen Bereich der Webseite haben wir im Vergleich zu dem Raw-Input haben wir hier Google Analytics. Das liegt daran, dass wir mit dem Google Tag Manager arbeiten. Dieser Tag Manager lädt wiederum Google Analytics nach. Das ist jetzt gerade nicht das beste Beispiel, weil, achso, ich habe die Cookie-Notice bestätigt. Genau, das sollte natürlich erst passieren, nachdem die Cookie-Notice bestätigt ist. So. Das sind also zwei verschiedene Dinge. Wenn wir jetzt uns anschauen, wie das in dieser Grafik hier ausschaut, dann haben wir hier quasi den Crawler. Wo wir einmal diesen Raw-Input, wie gerade in dem Plugin-Beispiel gesehen, vorliegen haben und dann am Ende nochmal das gerenderte HTML. Und was jetzt ein Problem sein kann, und dann kommen wir gleich ein bisschen mehr zum Tragen von JavaScript, ist, dass wir zum einen zwei unterschiedliche Varianten haben, die beide indexiert werden können. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass wir im ersten Schritt, wenn diese Webseite bei Google neu einläuft, dass wir dann erst diese Variante indexiert haben und kurze Zeit später dann die Variante, um die es uns eigentlich geht, also die fertig gerenderte Seite. Das heißt, wir sollten hier ja gucken, dass möglichst in der Ursprungsvariante der Webseite, die halt also diesen Raw-Input darstellt, dass wir dort möglichst viel schon unterbringen, damit wir möglichst im Nachgang dann Probleme vermeiden, wo zu viele Sachen nachgeladen werden. Das ist so die Argumentation aus diesem klassischen, ich sag mal, älteren SEO-Ansatz, dass man deswegen halt gesagt hat, ja, seid mal vorsichtig mit JavaScript, lasst das mal so bitte so ein bisschen, weil wir nicht wissen, was der Google-Bot so alles kann. Was kann denn überhaupt der Google-Bot alles? Ich mache hier mal weiter. Ganz interessant, wir hatten hier 2017, Mitte, Ende 2017, die Aussage von Google, Web Rendering is based on Chrome 41. Use Feature Detection, Polyfills and Log Errors. Das war wohlgemerkt Mitte, Ende 2017. Wenn man jetzt mal zurückschaut, dann ist es so, dass der Chrome-Browser in der Version 41 Anfang 2015, im März, rauskam. So, das heißt, wir haben hier potenziell eine Zeitspanne von fast 2 Jahren, wo wir auf einem Chrome 41 unterwegs sind, der natürlich gemäß des Alters des Browsers nur das kann, was es in das Release geschafft hat Anfang 2015. Wir hatten jetzt Mitte 2019 eine Änderung, die von Google kommuniziert wurde, die da lautet, dass zum Mai 2019 war das der Googlebot, das heißt die Rendering Engine dahinter, umgestellt wurde auf Chromium Version 74, also vergleichbar mit dem Chrome-Browser als solches. Das heißt, 2019 wurde dieser Browser dann halt mal aufgefrischt, was diesen Googlebot angeht. Das heißt, wir haben hier eine Zeitspanne von potenziell, was haben wir hier, 2015, 2019, von potenziell 4 Jahren, wo wir auf einem Browser unterwegs sind, der, wir können da nicht ganz tief bei Google reinschauen, aber der tendenziell halt keine großen Updates erfahren hat. In dieser Zeitspanne von 4 Jahren kann gerade was das Web angeht,
unglaublich viel passieren. Jetzt nur mal so als Vergleich habe ich hier irgendwie eine Grafik rausgezogen, wo man mal sehen kann, was zwischen 2014 und 2018, mir geht es hier um den Zeitraum 2015 bis 2018, auf Seiten Apple von Geräten rauskam. Da haben wir die Apple Watch dabei, da haben wir die iPhone-Versionierung von über 6 auf 7 auf, ich glaube, 8 kam dann später, ach nee, das hieß iPhone X, genau. Also wir haben hier verschiedene Geräte, die in dieser Zeitspanne rauskommen. Wir haben ungemein viele Browseränderungen, die in dieser Zeit halt auftauchen und die sind unter Umständen dann nicht berücksichtigt gewesen in der Rendering Engine von Google, was dann zu großen Problemen führen kann. Insbesondere, wenn man sich mal so überlegt, was ist da so technologisch eigentlich passiert. Die Trends gehen hin dazu, dass man gerade in diesem Zeitraum sich halt irgendwie überlegt hat, ja Mensch, das ist alles ein bisschen blöd, wenn wir jetzt eine Webseite haben und wir haben eine App, dann müssen wir irgendwie eine App entwickeln für den App Store, für den iOS Store oder für Play Store und App Store so rum. Und das ist irgendwie doof, deswegen lass uns doch mal überlegen, dass wir jetzt mit den neuen Möglichkeiten, die Browser uns geben und die JavaScript uns bietet, dass wir da irgendwas machen können, was sich dann Progressive Web App schimpft. Das heißt, dass ich eine Applikation darstellen kann, die vom Ding her eigentlich eine Webseite ist, die aber noch ein paar Zusatzfunktionen einfach nutzen kann, wie Offline-Verfügbarkeit, wie Navigation in einem Webseitenkontext. Ohne dass ich jetzt irgendwie darauf angewiesen bin, dass diese Webseite sich immer wieder mit per klassischem F5, also per Seitenwechsel halt irgendwie ändert, sondern dass eine dynamische Änderung in dieser Webseite erfolgt. So, das muss dann ein Browser aber auch können. Und wenn wir uns jetzt nochmal angucken, ich gehe mal hier nochmal ein zurück, wenn wir uns diese Zeitspanne hier nochmal angucken, dann ist halt davon auszugehen, dass der Browser das halt nicht so alles von Haus aus auf die Kette kriegt. Deswegen ja auch 2017 angemerkt, dass man auf jeden Fall Polyfills nutzen sollte, um sicherzustellen, dass bestimmte Funktionalitäten dann halt einfach gegeben sind. So, jetzt mache ich so einen kleinen Ausflug in einen SEO-Begriff, der ganz, ganz früher mal verwendet wurde. Dieser Begriff nennt sich Cloaking und das ist nichts, was noch sonderlich relevant ist. Aber ich habe hier einfach mal so einen Pseudo-PHP-Code geschrieben. Einfach nur ganz banal. Was ist Cloaking? Cloaking war eine Technologie, die angewandt wurde, es nannte sich Black Hat SEO, also irgendwie so sehr fadenscheinige SEO-Praktiken, damit man irgendwie vor der Suche besser darstellt. Und diesem Cloaking-Ansatz war es so, dass man geguckt hat, okay, wer kommt denn überhaupt auf meine Webseite? Kann ich da nicht mal irgendwie im User-Agent-String nachschauen, was ich da so an Informationen finde? Dort hat man dann im User-Agent-String gefunden, dass dort der Googlebot auf die Webseite kommt. Sprich, man konnte identifizieren, dass der Googlebot jetzt gerade auf die Seite geht. Und dann hat man im Googlebot halt Dinge ausgespielt, die der Googlebot halt sehen will. So, das heißt, ich habe zwei verschiedene Versionen dieser Webseite ausgespielt. Einmal super aufgeräumt für den Googlebot und einmal dann die, falls nicht der Googlebot unterwegs ist, die Variante für die Nutzer. So. Sollte heute kein Thema mehr sein. Das wird abgestraft von der Suchmaschine, weil die sehr wohl auch mal mit anderen User Agents unterwegs sind und solche Sachen finden und dann halt anmerken und wie gesagt abstrafen. Ich will dieses Thema trotzdem einmal kurz beleuchten, weil das ganze Thema Polyfills und wie man eine Webseite so darstellt, dass sie dann auch mit weniger JavaScript-Support halt irgendwie dargestellt wird, so ein bisschen in die ähnliche Schiene fällt. Zu diesem Thema ist es so, dass gerade bei großen, in die Jahre gekommenen Webseiten gerne noch Cloaking mal verwendet wurde. Also ich hatte vor 3-4 Monaten den Fall, dass wir bei einer Analyse einer Webseite eines größeren deutschen Shops festgestellt haben, dass dort im Quelltext der Seite bestimmte HTML-Elemente vorgehalten wurden, die hießen dann praktischerweise auch von der Klassenbezeichnung SEO-Footer, SEO-Content und wie auch immer. Und die hat man halt nur ausgespielt für den Googlebot, damit man da irgendwie tolle Texte unterbringen kann. Problem war, dass die in ihrem Code
irgendwie oben die Condition so ein bisschen blöd behandelt haben. Und die haben dann eben genau gesagt, wenn das nicht der Googlebot ist, spiel bitte diesen SEO-Inhalt aus. Und wenn es der Googlebot ist, spiel das bitte nicht aus. Also mit diesem Thema Cloaking, was man nicht machen sollte, holt man sich sowieso nur Probleme ins Haus. Warum jetzt kurz dieser Ausflug zum Thema Cloaking? Es war so, dass dass in diesem Zeitraum, wo man nicht ganz sicher sagen konnte, wie gut ist der Googlebot, was kann der an JavaScript, was kann er nicht? Wir denken da mal an Frameworks, die in diesem Zeitraum halt sowieso schon gang und gäbe waren und sind, Angular, React, Vue, da kommen ja jetzt auch irgendwie jährlich neue. Dass man sich da dann halt irgendwie die Frage stellen musste, ja gut, ich will aber eine Variante meiner Webseite in den Suchergebnissen darstellen, die halt eben dann auch Text enthält einfach. Und da ist man halt hingegangen und hat zu Beginn mit solchen Sachen gearbeitet, wie beispielsweise Phantom.js als eigene Lösung oder aber auch Prerender.io als Serviceanbieter. Da ist man hingegangen und hat gesagt, okay, wenn wir nicht sicher sagen können, dass der Googlebot hier uns versteht, was übrigens auch für andere Suchmaschinen Bing und Co. gilt, dann liefern wir doch eine Variante der Webseite aus, die möglichst statisch ist. So. Das heißt, wir rendern diesen ganzen Quatsch einmal bei uns oder eben bei einem Dienst durch, haben dann einen vernünftigen, zumindest gut interpretierbaren HTML-Markup, was dann halt gecrawled werden kann. So, und dieses Markup liefern wir dann eben dann aus, wenn der User Agent dann Googlebot heißt. Das heißt, also auch hier hat man mit zwei verschiedenen Varianten gearbeitet, einmal für die Suchmaschine statisch oder dann halt für die Nutzer eben nicht so statisch. Es gab da auch die Lösung, dass man gesagt hat, wir wollen dieses Thema Cloaking, nenne ich es jetzt mal immer noch, wollen wir nicht machen. Das heißt, wir kippen da Prerender.io oder Phantom.js halt vor und dann spielen wir diese Variante halt für Suchmaschinen und Nutzer aus. So. Kann man alles machen, hat funktioniert, ist aber ein ungemein nerviger Aufwand, das zu leisten. Das muss gebaut werden, das muss gewartet werden, da muss ich Mechanismen treffen, damit ich sage, okay, wenn ein neuer Artikel irgendwo entsteht und dann dadurch irgendwie ein API-Request neue Responsen bekommt oder wie auch immer, dass dann halt dieses Pre-Rendering neu angestoßen wird, damit ich dann halt auch das Update in dem Markup dann halt sichtbar mache. Also schwierige Geschichte. Und jetzt müssen wir halt gucken, das sind dann auch wieder so die Lösungen gewesen im Übrigen, die dann halt aus jeder Seite einfach dann empfohlen wurden. Möglichst wenig JavaScript, macht eure Hausaufgaben mit im Vorfeld und stellt sicher, dass dann der Bot das alles versteht und wenig zu tun hat. Jetzt sind wir aber so weit, dass wir sagen, okay, der Chrome-Browser wurde geupdatet, wir sind da jetzt auf Chromium 74 unterwegs und im Übrigen hat Google dann auch verkündet, dass die dann den Googlebot vernünftig auch an die Updates von Chromium anpassen werden. Das heißt, ich glaube, der Googlebot ist jetzt auf, ja, ich weiß gar nicht, was die aktuellste Version ist, 84 oder so. Also ich glaube, der Googlebot müsste auf Version 79, 80 oder halt aktueller unterwegs sein. Also die werden jetzt halt diesen Bot nicht so veraltern lassen, wie es halt in der Vergangenheit geschehen ist. Das heißt, neue Features werden dann auch verstanden. Wir können halt ES6 schreiben und jetzt sind halt eher so die Bottlenecks auf einer Webseite, sind so Browser wie die alten IE-Geschichten, die ja langsam nicht mehr supported werden. Internet Explorer 10, 11, wie auch immer. Der Safari in älteren Versionen ist sicherlich auch recht zickig. Aber das sind dann eher so die Bottlenecks, auf die jetzt zu achten ist, was dann halt auch immer unternehmensabhängig ist. Also wenn ich jetzt irgendwie, man sieht das gerne im Banken- und Versicherungsbereich, wo dann die interne Infrastruktur noch auf IE 10 läuft oder so, dass da dann irgendwie super viele Polyfills einfach landen, damit diese Webseite irgendwie zu bedienen ist, was natürlich nicht schön ist. Gut. Das erstmal so ein kleiner Ausflug zum Thema Googlebot. Wir können da gleich nochmal zurückkommen, aber ich wollte erstmal so ein Gefühl dafür schaffen, wo wir da gerade stehen, wie da so die Situation ist und dass wir nicht immer jetzt noch sagen sollten, JavaScript ist
böse, JavaScript ist blöd. So. Ich mach mal so einen kleinen Sprung, es soll ja hier auch ein bisschen um Fuck-Ups und Co. gehen. Sicherlich das, was ich gerade erzählt habe mit PhantomJS, ist für sich schon ein Fuck-Up aus technischer Sicht meinerseits. Aber wir gehen jetzt mal so in ein paar Sachen rein, die ich ganz interessant fand. Wie kommen diese URLs an den Googlebot? Der Googlebot ist von sich aus recht sportlich alleine unterwegs. Das heißt, wenn irgendwo Verlinkungen oder Links gefunden werden, dann landen die, wenn das dann auch von anderen Seiten passiert oder wie auch immer. Also wenn Google die Seite einmal hat, dann wird sich da drauf auch ausgetobt. Man kann das dann halt ein bisschen steuern, welche Seiten indexiert werden sollen und welche nicht. Aber man kann das auch forcieren, indem man sich die Google Search Konsole nimmt. Das ist ein kostenloser Dienst, wo man seine Webseite halt eintragen kann und kann dann dort halt sagen, okay, ich hinterlege dort eine Sitemap-XML, das heißt eine Datei, die auf Webseiten vorhanden sein kann, sollte, wo ich halt Webseiten in einem XML-Pattern eintragen kann und diese werden dann ein bisschen priorisiert gecrawlt, weil man die halt proaktiv halt auch an Google schickt, einfach so. Funktioniert bei Bing wiederum genau so. Jetzt ist das hier ein Case, wo wir uns gesagt haben, okay, wir haben eine Kundenwebseite, da sollen wir mal ein bisschen analysieren, was da ausbaufähig ist und haben uns dort dann die Search-Konsole angeguckt und haben gesehen, es ist eine Sitemap hinterlegt, das ist alles wunderbar, da sind 93 URLs drin, alles super, grüner Haken, Daumen hoch. Wenn ich mir das jetzt dann nochmal genauer angucke und mir diese Sitemap per Hand anschaue, dann muss ich feststellen, dass von diesen 93 URLs, die dort in der Sitemap hinterlegt sind, der Großteil dieser URLs per Weiterleitung auf andere Ziele zeigt. Hier ist es jetzt in dem Fall so, ich hoffe, das kann man farblich so ein bisschen auseinanderhalten, dass der Großteil per 302 Weiterleitung dort temporär also weiterleitet, dann gibt es noch einen Teil von 404 Seiten und die klassischen 301er Redirects. Also ist das vielleicht doch nicht so gut, wie die Search-Konsole das oben mit dem grünen Haken halt moniert. Wenn ich jetzt diese Redirects mal auflöse, das heißt, ich nehme mir einfach diese Redirects und schaue mal, okay, wo führen die mich dann hin? Dann kam quasi in der zweiten Ebene als Analyse raus, gut, wir haben grau dargestellt, im Großteil halt 200er Seiten und wir haben aber auch einen Teil von 404 Seiten. So, und das sollte man verbessern. Also wenn ich schon Google irgendwelche Seiten hinschubse und sage, hier, das sind so meine Top-Kandidaten, kümmere dich mal bitte drum, dann sollten die auch alle mit einem vernünftigen 200er Statuscode ausgezeichnet werden. Warum? Der Googlebot hat ein sogenanntes Crawl-Budget, beziehungsweise das wird einer Webseite zugedichtet. Das Crawl-Budget, das fällt und sinkt, je nachdem, wie populär die Seite ist. Da gibt es ganz viele Faktoren, auf die ich jetzt hier nicht im Einzelnen eingehen möchte. Aber man muss sich vorstellen, eine Webseite hat ein bestimmtes variierendes, aber zugesichertes Budget. Und innerhalb dieses Budgets läuft dieser Googlebot dann halt über die Seite. Und dieses Budget kann halt auch irgendwann mal aufgebraucht sein. Wenn ich jetzt mal so aus technischer Sicht herangehe, dann möchte ich ja eine Webseite haben, die einen 200er Status liefert, dann weiß ich, das ist eine vernünftige Webseite. Wenn ich nun jedes Mal eine URL bekomme und die schießt mich jedes Mal auf 404 oder eine Weiterleitung auf 301, dann denke ich mir halt irgendwann, ich mache das jetzt recht sinnbildlich, ja, sorry, dann halt eben nicht. Also wenn es jedes Mal das Gleiche ist, dann kann ich mir diesen Weg halt auch sparen. Und wir haben uns das Ganze jetzt in dem Beispiel gerade einmal angeschaut und haben uns hierzu die Logfiles gezogen. Hier bitte darauf achten, wenn Logfiles irgendwie verwendet werden, die sind nicht dafür gedacht, die jetzt irgendwie aus Marketing-Kontexten oder wie auch immer zu nehmen und damit lustig rumzuspielen. Das heißt, im Idealfall
alles, was irgendwie geht, anonymisieren, IPs und so weiter, da tunlichst die Finger von lassen. Das ist nichts, was uns irgendwas angeht und das dürfen wir auch einfach nicht. Und nach Möglichkeit, wenn es dann hier irgendwie darum geht, zu schauen, was da der Googlebot jetzt in dem Beispiel treibt, dann bitte auch direkt filtern auf den Googlebot, weil das ist das, was uns interessiert und was uns was angeht und was man auch irgendwie erklären kann, dass man das halt benötigt. Aber ansonsten alles raus. IPs sowieso. Wir haben das hier dargestellt mit Kibana. Es gibt da noch verschiedene Tools, auch Services, mit denen man die Logfiles untersuchen kann. Botlify ist da, glaube ich, so ein Dienst. Lokal wäre das der Screaming Frog Logfile Analyzer, den man auf der eigenen Kiste mal betreiben kann. Aber was wir jetzt hier sehen ist, es sind jetzt nur die Besuche oder versuchten Besuche des Googlebots auf dieser Webseite. In Rot dargestellt 404, grün 200, blau Weiterleitung. Wir sehen jetzt, dass auf dieser Webseite sich das alles so ein bisschen die Waage hält. Wir haben einen recht hohen Ansatz an 404ern. Das heißt, der Input, der da gegeben wird, von wegen hier, das ist ein Link von uns, geh da mal bitte hin, ob das nun eine interne Verlinkung ist oder eine Sitemap oder wie auch immer, der ist tendenziell falsch. Ich will ja keine Seiten bei mir haben, die 404 verlinken. Oder die noch irgendwie sonstig bewerben, weil die Seiten sind halt nicht existent. Dann haben wir hier noch die 301er und die 200er. Jetzt sehen wir auf der Zeitachse bis zu diesem Punkt hier, sehen wir, dass es halt eigentlich recht gleichbleibend ist, wie hier die Verteilung ist von den 200ern, dann 404ern und 301ern. Das hat halt immer auch damit zu tun, dass bestimmte Seiten häufiger mal wieder angefragt werden, andere weniger. Aber man sieht, mit dem Input, den wir dann da gegeben haben, ist an dieser Stelle mächtig aufgeräumt worden, was auf jeden Fall die 404er angeht. 301 ist hier auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Man sieht, dass das belohnt wird, dass man hier häufiger besucht wird von dem Bot. Das heißt, das Crawl-Budget wird hier dann auch sicherlich einfach erhöht werden, weil gesagt wird, okay, da wurde jetzt aufgeräumt. Ich muss nicht immer Gefahr laufen, dass ich wenn ich bei denen auf die Seite komme, immer einen 404er habe und dann kann ich mich da auch ein bisschen austoben. Und das kommt der Indexierung der Webseite einfach zugute, weil wenn dort mehr sich mehr umgeschaut wird, ich halte es jetzt alles wieder sehr einfach, dann sind das auch schlussendlich mehr Seiten, die Chance haben, dann die Indexierung zu erfahren und darum geht es schlussendlich. Anderes Beispiel, was ich jetzt bei dem Kunden, was mir da gerade noch eingefallen ist, habe ich jetzt nicht sonderlich bebildert. Problematisch war an dieser Stelle auch, nur so kurz eingeworfen, dass es hier bei dem Beispiel eine Weiterleitung gab, eine IP-Weiterleitung. Also man kann sich dann vorstellen, man hat eine DE-Variante der Webseite, man hat das Ganze dann vielleicht noch für FR, um jetzt zu bestimmen, dass ich jetzt, wem ich jetzt diese verschiedenen Varianten zeige, gibt es die Möglichkeit, per Geo-IP-Lookup zu sagen, okay, das ist eine IP, die kommt aus Deutschland, dann bekommt dieser Nutzer die deutsche Seite zu sehen. Für Frankreich genau das Gleiche. Problem ist hier, dass die dann sich natürlich die Frage stellen, ja, was ist denn mit US und was ist mit Googlebot und wo schicke ich die denn überhaupt hin? Und da war das so, dass die, glaube ich, den Googlebot dann auch mal weitergeleitet hatten auf die DE-Variante. Das heißt, die ganzen FR-Seiten und ich glaube, EN war da auch noch mit drin, die haben überhaupt nicht den Weg gefunden in die Suchmaschine, weil der Googlebot halt immer nur eine Variante der Seite ausgespielt bekommen hat. Und wenn dann doch irgendwo oben in der Hauptnavigation ein Link war zu einer französischen Seite per Sprachumschalter, dann stand da wieder dieser IP-Lookup und hat gesagt, Moment mal, das ist eine französische oder ist eine IP, die ich so behandle, als wird die bitte zu DE geschickt. Das heißt, ich habe auf den FR-Link geklickt, um wieder weitergeleitet zu werden auf die DE-Variante. Also sowas ist nicht schön, das sollte auch bitte mal getestet werden, welche Varianten der Googlebot dann da zu sehen bekommt. Ich bin tendenziell auch nicht Fan von dieser IP-Weiterleitung, weil das eine Bevormundung der Nutzer einfach ist. Einmal habe ich das Problem in Grenzregionen, dass es da nicht klar ist, wie die IP zugeordnet wird. Da muss man sich auf den Dienstleister, der das erhebt, dann verlassen. Auf der anderen Seite
gibt es Nutzer, die an einem Standort sind, aber eine andere Variante der Seite einfach sehen möchten. Beispiel ist dann sicherlich Urlaub oder sonstiges. Wenn ich woanders bin, will ich vielleicht dann trotzdem die deutsche oder englische Variante der Seite haben. Also ich empfehle immer, dass man dann weiterleitet, je nach getroffener Browser-Sprache und dann aber auch nur einmal und nicht jedes Mal wieder, weil wenn ein Nutzer dann die Sprache wechselt, dann soll das bitte auch so sein, weil die Nutzer das ja sehr wohl zu entscheiden haben und nicht irgendein Dienst davor. Also immer vorsichtig sein, was da so diese Geo-IP-Geschichten angeht. Gut, das zu dem Case, ja, wenn da Fragen bestehen oder so, können wir da dann gerne nochmal zurückgehen. Jetzt machen wir wieder so einen kleinen Sprung. Ich muss auch ein bisschen auf die Zeit achten. Ich mache einfach mal die nächste Slide an und dann unterhalten wir uns, während wir das hier uns ein bisschen anschauen darüber. Wir haben gerade gesprochen über Phantom.js und irgendwelche Lösungen, die halt sagen, okay, wir kippen da irgendwas möglichst Statisches raus, damit das interpretiert wird. Jetzt sind wir schon lange unterwegs mit React, mit Angular, mit Vue. Da gibt es noch das Ding, was ich nicht aussprechen kann, Svelte oder Svelte und noch andere Geschichten, die da so aufkommen. Und die funktionieren halt, wenn man die ganz normal verwendet, funktionieren die halt als sogenanntes Client-Side-Rendering. Das heißt, ich habe eine Applikation, alles, was dort irgendwie an Inhalten dargestellt wird, kommt aus JavaScript, das wird dann zusammengebastelt und dann kann ich das sehen im Browser. Wieder sehr einfach zusammengefasst, aber ich denke, das ist an der Stelle klar. Ich habe hier noch gerade kurz ein kleines Beispiel gefunden, also das ist jetzt so der klassische Hello World von React.js, wo ich dann halt einfach eine H1 per React DOM Render dann halt darstelle. Und wenn ich jetzt hier diesen Quelltext mir angucke, dann habe ich hier halt, Frame Quelltext, genau. Dann habe ich, das funktioniert auch nicht. Kann ich gerade nicht zeigen. Okay, ist auch nicht so wild. Also ich habe hier auf jeden Fall ein Inhalt, der nachträglich halt gerendert wird. Und ich muss mich dann halt einfach darauf verlassen, dass die Browser dann das mit JavaScript auf die Kette kriegen. Es gibt jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, wie man dieses Client-Side-Rendering noch ein bisschen ausbauen kann. Es gibt noch die Möglichkeit, Server-Side-Rendering zu betreiben und Hybrid-Rendering. Ich habe jetzt hier nur Client-Side und Server-Side-Rendering dargestellt. Das heißt, Server-Side-Rendering funktioniert eigentlich genau wie das, was da irgendwie angeschrieben wurde mit Phantom.js und Pre-Render.io, ist aber zumeist jetzt schon so gut verfügbar, dass ich mit den besagten Frameworks direkt Lösungen finde, wo ich das über zusätzliche Libraries halt darstellen kann oder in bestimmten Konstellationen und Entwicklungen, wo halt es einfach nicht so ist, dass wir bei Null starten, sondern es wird halt vorgerendert und dann wird über den Browser halt im Nachgang, wenn dieses Vorrendern halt sowieso in der Ausspielung halt schon stattgefunden hat, wird dann React ausgeführt. Das ist, Server-Side ist hübsch, weil ich dann eben schon einen Teil der Arbeit erledigt habe und das belohnt wird, indem ich schon mehr Inhalte einfach im HTML-Markup oder verfügbar habe in der Response. So. Das wird empfohlen aus SEO-Sicht und ich kann das unterstreichen, dass man sich Gedanken machen sollte, Server-Side-Rendering zu benutzen. Es gibt halt einmal den Grund, dass wir, wenn wir auf dieses Beispiel von vorher gucken mit dem Googlebot, dass wir da sicher gehen, dass wir im Bereich des Crawlings dann halt schon ein bisschen Hausaufgaben gemacht haben. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass wir beim Client-Side-Rendering oftmals vor einem großen Problem stehen und das ist auch so ein Fuck-Up-Beispiel. Das Ganze nennt sich Soft 404. Wenn ich bei Client-Side-Rendering unterwegs bin, dann wird das ganze Routing innerhalb dieser Applikation übernommen mit JavaScript. Das heißt, wenn ich jetzt auf der Startseite bin und ich wechsle dann auf die Ansicht /about us oder wie auch immer, dann ist das kein
neuer Seitenaufruf, der in dem Sinne getätigt wird, sondern es ist React, das entscheidet, okay, pass auf, wenn das jetzt eine Anfrage ist auf /about-us, dann bekommst du folgende Inhalte ausgespielt. Wenn ich auf die Seite Foobar verlinke, die es unter Umständen nicht gibt, dann kann ich über React meinetwegen durchaus sagen, okay, das kenne ich nicht, dann spiel mal bitte da so einen Text aus von wegen dieser Seite, die gibt es aktuell nicht. Das Problem ist aber, dass serverseitig der Request ja schon längst getätigt wurde auf diese Seite und dann im Nachgang JavaScript entscheidet, wie damit weiter umzugehen ist. Das heißt, ich werde in jedem Fall ein 200er zurückbekommen, was zur Folge hat, dass wenn ich Client-Side-Rendering im standardmäßigen Aufbau verwende, dass ich dann nur 200er generiere. Das heißt, die Website hat dann in dem Sinne oder die Applikation hat in dem Sinne halt unendlich viele 200er Links und das kann zu großen Problemen führen, wenn ich dann irgendwie da Querverlinkungen auf Seiten habe, die einfach nicht existieren, weil ich auch Schwierigkeiten habe, das irgendwie festzustellen, welche Seiten das sind. Bei Server-Side-Rendering habe ich es halt so, dass das halt, wie gesagt, serverseitig vorgearbeitet wird und da kann ich dann sehr wohl die richtigen Statuscodes ausspielen, in dem Fall dann halt 404. Es gibt für Angular gibt es, ich muss gerade mal gucken, Angular Universal, für Next.js gibt es für React gibt es Next.js zum Beispiel und für Vue.js heißt das Ganze, glaube ich, Nux.js angelegt an Next.js. Es gibt da noch verschiedene andere, aber da bekommt man schon sehr, sehr viele Bausteine in die Hand, um zu sagen, okay, cool, ich will alles nutzen, was jetzt React mir zu bieten hat und komme dann nach hinten raus auch mit dem Server-Side-Rendering klar. Hybrid ist so ein bisschen die Mischung, das heißt, ich starte quasi beim ersten Aufruf mit Server-Side und dann funktioniert alles, was dann darauf folgt, rein Client-Side. Also das Software 404, blödes Thema, da gerne mal nachschauen, falls ihr Client-Side unterwegs seid. Ja, dass ihr das mal kontrolliert. Ich will jetzt nicht zu weit hier irgendwie die Zeit ausnutzen. Ich werde noch so ein paar kleine Sachen erzählen, die so im Alltag bei mir irgendwie landen. Thema Ladezeiten, das ist immer so bisschen schwierig. Man kennt da irgendwie vielleicht von Google diese Tools PageSpeed, wo dann immer so ein runder Kreis da steht und dann ist da das Ziel, was zu erreichen ist, irgendwie 100%. Das hat man sich dann irgendwie an alle Regeln gehalten und hat da super Page-Performance-Werte. Diese 100 sind dann auch gerne mal ausgeschrieben. Wir möchten hier 100 haben. Es ist ein bisschen an der Realität vorbei, weil sich das nicht darum kümmert, was man optimieren sollte und was eben nicht. Und wenn ich dann da irgendwie 3, 4, 5 Marketing-Pixel-Tracking-Geschichten eingebunden habe von extern, dann habe ich sie eh nicht in der Hand und werde diese 100 auch nicht reißen können. Aber hier ist halt noch so ein klassisches Beispiel, was eigentlich bei 90% aller Fälle, die bei mir so rumliegen, immer das Problem ist. Das Problem ist einfach Bilder. Also man sieht, das ist jetzt hier ein Beispiel. Letzte Woche hatte ich das bei mir auf dem Tisch, wo ich mit GT Matrix, ist so ein ganz hübsches Tool, da kann man sich das anschauen, mir eine Seite angeschaut habe und dann kommt hier als Wert halt raus, dass wir auf der Startseite irgendwie eine Total Page Size von 22 MB haben. Das ist amtlich für eine Webseite und die Gründe dafür sind eigentlich immer Bilder, deswegen habe ich das hier nochmal so rausgepickt. Man hat auf der Startseite dann immer diese Komponenten, wo dann irgendwie so Artikel oder was auch immer angeteased werden und es ist immer so, dass diese Bilder dann irgendwie eingebunden sind in, weiß ich nicht, 6000 Pixel Breite und dann wahrscheinlich auch noch irgendwie DCM Unterstrich anfangen als Bildname, wo man schon irgendwie lesen kann, dass die direkt von der digitalen Spiegelreflex dann hochgeladen wurden in CMS und dass dort einfach nicht darauf geachtet wurde, dass die Bilder dann, wenn sie dargestellt werden, nochmal Anpassungen in der Größe erfahren. Das kann man noch über verschiedene Dinge machen. Dazu sollte man immer, wenn man jetzt im CMS-Kontext unterwegs ist, mit Thumbnails arbeiten, das heißt eine Bildgröße, die hier auch wirklich benötigt wird, anlegen und dann sagen, wenn dieses Bild verwendet wird, dann wird das bitte über Dienste, die da genutzt werden, so skaliert, dass es dann auch nur noch in dieser Größe dargestellt wird. Wer da noch einen Weg weitergehen möchte, nimmt sich dann Bildoptimierung dazu.
Das kann eingekauft werden, wiederum über Dienste wie Kraken.io beispielsweise. Das kann man aber auch selbst machen, indem man da vernünftige Page-Komprimierung anlegt. Das heißt, man geht jetzt nicht nur an die Ausmessung des Bildes ran, an die Größe, sondern guckt auch, dass man das über intelligentes Zusammenfassen von Pixeln dann irgendwie so oder ne, so komprimiert, dass diese Bildgröße dann halt auch dementsprechend ja, einfach optimiert wird. Ich gucke gerade Also mal. Tobias, Ja. wir sind leider mit der Zeit so ein bisschen Ah, eng. alles Ich klar. Nee, würd dich dann. bitten, kurz ein Fazit zu ziehen. Dankeschön. Alles klar, sorry. Dann gehen wir hier mal durch. Als Fazit vielleicht noch, Google plant im nächsten Jahr noch mehr als nur die Qualität des Contents und alles Mögliche, was jetzt schon zum Ranking unterwegs ist, hinzuzuziehen. Das heißt, hier werden auch UX-Aspekte mit reinkommen, wen es interessiert, da gerne mal weiter unterwegs sein. Ich hüpfe jetzt ganz schnell zum Ende. Sorry für das Überziehen. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen Einblick geben können in die technische Seite der SEO-Arbeit. Das war jetzt nur ganz kurz. Aber ja, falls noch Fragen da sind, gerne und ansonsten gerne immer anschreiben. Da sprechen wir im Nachgang. Sorry, das ging schneller als gedacht. Keine Absicht. Ich höre dich leider nicht, Alex. So, sorry. Ja, vielen Dank, Tobias. Großen Applaus. War interessant. Und wir haben auch einige im Chat, die ein paar Fragen an dich haben. Also, wenn du noch Zeit hast, die zu Ja, auf jeden Fall, beantworten, klar. dann gerne. Und eine Frage vielleicht noch vorab, wie es mit Single-Page-Applications aussieht, also wie man dafür SEO macht. Wenn es jetzt eine Erstmal, kurze Antwort gibt, dann gerne jetzt die lange Antwort gerne im Chat. darauf achten, dass diese Soft-404-Fehler nicht vorkommen, wie angesprochen, weil es Ja. meistens so der Fall ist, und dann darauf achten, dass man ja, die Seite ein bisschen entschlackt und vielleicht dann doch ein paar Deep-Links treffen kann, die auf Unterseiten gehen. Zu viel Single-Pages, zu viel Content auf einer Seite. Da müsste ich jetzt noch weiter ins Detail gehen, aber so die Ja. ersten. Alles klar. Denn schon mal schönen Dank.